Hallo und herzlich willkommen auf EWO2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Serie von WWE 2K20. Und zwar nehmen wir uns den Roman Reigns Tower vor. Das sind 16 Matches, die wir bestreiten müssen. Und da gilt es natürlich, dass wir versuchen, das Bestmögliche hier rauszuholen. Dann schauen wir mal, was uns hier als erstes erwartet. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, dann haben wir als erstes ein Tag Team Match und zwar zusammen mit Seth Rollins gegen ja, Daniel Bryan und Kane. Das Match ist von, keine Ahnung, stehen hier keine Informationen. Auf jeden Fall, es gibt keine Bedingungen, Spielermodifikationen, gelbe Gesundheitsbalken und die KI-Modifikationen sind keine. Dann gehen wir mal da rein. Jo. Und damit sind wir jetzt hier bei WrestleMania. Lustig ist ja jetzt, dass wir jetzt wahrscheinlich die aktuellen Outfits haben. Aber gut, ist ja auch egal. Also sehen wir Roman Reigns, gucken wir uns einen ganz kleinen Ausschnitt von seinem Einzug an. Was ich ja cool finde, dass Roman dieses Mal diesen, ja, Vollbart hat. Find vorne nur dieses, was er da sonst hat, das finde ich, sieht bei ihm nicht so cool aus. So, dann warten wir mal auf Seth Rollins. Der Beast Slayer. Boah, es sieht nice aus hier. Das fette Feuer da auf dem großen Titantron. So, warten wir auch einen ganz kleinen Moment. Boom. Dann gehen wir mal weiter und warten auf Team Hell No. Also hier darf man jetzt natürlich nicht drüber sich wundern. Das ist kein Showcase-Modus. Man hat jetzt zwar ein paar Aufgaben zu erfüllen, aber deswegen gibt es hier eben keine alternativen Attire. Daniel Bryan zum Beispiel jetzt mit seinen aktuellen Klamotten. Und ja, gleich natürlich auch Kane. Eigentlich der Einzige, der sich nicht großartig verändert hat. Aber hier weiter. Na, den Titan schon hat er von Seth Rollins, glaube ich. Oder umgekehrt, wer weiß es schon. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal in das Match rein. So, dann toben wir uns mal aus. Wir starten mit gelbem Gesundheitszustand und mit Roman Reigns und fangen direkt mal eine von Daniel Bryan. Und können nicht kontern. Boah, es geht gerade nicht. Ich kann nicht kontern. Warum auch immer. Jetzt geht's. So, Daniel Bryan. Jetzt gibt's aber mal eine Abreibung, mein Freund. Rollins ist bei 40%. Vielleicht sollten wir den reinlassen erstmal. Hat Kane getroffen. Okay, ich habe gerade echt Probleme. Oh, jetzt war mal der Konter. So, mal ein bisschen zurück hier melden.
Kann ja nicht sein. Wir haben hier, glaube ich, den stärksten Wrestler im Spiel. Und wir versagen hier so. Und Brian mit dem Reversal. Nein. So, da musste ich jetzt mal meinen Widerstand einsetzen. Ach Mann, Brian. Das sieht nicht gut aus. Was will denn schon hier mit dem Comeback, Mann? Was? Oh nein, wo springe ich hin? Ich, hä? Wie geht das denn? Ich bin ganz in einer anderen Ecke. So, okay. Rollins gegen Kane. Slingblade. Dann legen wir jetzt mal richtig los. Nein, verdammt. Ich bin auf jeden Fall schon beim Signature. Ryan ist auch schon mit orangem Körperzustand. Nein. Power Slam. Okay, lässt er Daniel Bryan rein. Verdammt. Okay, ich habe gerade echt Probleme hier in dem Match. Das wird ja lustig. Ja, mach einfach gar nichts, Daniel Bryan. So, Flatliner. Das ist krass, dass der so einen Move als quasi so Standardgriff hat, weil ich finde, der ist eigentlich mit sehr, sehr viel Impact verbunden. So, Schoolboy Superkick. 3% hatten wir noch bis zum Finisher. What the hell, Alter? Och man. Also meiner Meinung nach ist das genauso eigentlich wie letztes Jahr am Anfang, wo die Reversal teilweise auch nicht funktioniert haben. Er macht nichts. Jetzt ist so primitiv. Oh, Brian kann nichts machen hier gerade. Das ist gut. Burn it down. Dankeschön. Und nächster Schoolboy Superkick. So. Ripcord Knee Strike. Aber wir dürfen jetzt noch nichts machen natürlich. Wir müssen ja auf 5 Sterne kommen. Wir wollen ja möglichst hier das Beste rausholen. Oh. Ja, Daniel Bryan wieder mit Problemen. Und wir holen mal unseren Comeback. Nein! So, oh mein Gott, ey, im dritten Versuch haben wir es da hinbekommen.
Und nächster Schoolboy Superkick. 4 Sterne haben wir. Ich würde sagen, wir lassen mal jetzt Reigns ran. Obwohl, Daniel Bryan wieder mit absolut guter Laune hier. Und dann holen wir mal die Buckelbomb raus. Was ist denn mit Reigns los? Ich wollte jetzt eigentlich ein Double Team hier machen. So, da ist es. Ja, lass uns mal Roman ran. Nix hier mit Wechsel. Superman Punch sitzt. Aber ich will eigentlich keinen Aufgabegriff. Aber Daniel Bryan macht direkt auch einen Widerstand. Lilaner Kopf hat er schon. Und er kann wieder nicht kontern. So, Daniel. Das ist mal ein bisschen anders hier. Und mal den Ecken-Signature. So, 2 Finish haben wir am Start. Das ist schön. Hä? Wieso haben wir jetzt wieder... Wieso haben wir nur noch 4 Sterne? Was ist denn jetzt passiert? Okay, das war jetzt so nicht geplant. Alles klar, unser Sternensystem scheint oben eingefroren zu sein. Alter Schwede. So, Superman Punch. Oh, jetzt geht's aber immer wieder. Och nö. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Rollins. Dankeschön. Wieso bin ich denn jetzt so angeschlagen, dass das Auskicken hier... Aber eigentlich finde ich das gut, dass das Auskicken schwerer wird. Okay, jetzt darf Kane ran. Daniel Bryan irgendwie gefühlt klinisch kaputt. Spinebuster von Kane. Und Spear. Und noch einer. Und da ist das 5-Sterne-Match. Probieren wir es mal. Kommt aber raus. Das war irgendwie leider klar. Das ist jetzt das Reigns-Match hier. Komm, pin ihn. Überleg nicht so lang. Ryan ist wieder da.
Nächster Versuch. Er kommt wieder raus. Aber wir haben hier noch Seth Rollins. Komm, Junge. Och, nö. So, jetzt wird's lustig. Wir haben ja auch mit Rollins ein bisschen was hier im Petto. Oh, Daniel Bryan. Soll er kommen? Wechsel, komm. Oh, Daniel Bryan direkt mit dem Reversal. Aber den müssten wir eigentlich locker plätten können. Nein, verdammt. Okay. So, Kane scheint erstmal eliminiert zu sein. Na, nee, er steht schon wieder leider. So, der hat einen grauen Kopf, der kann da nicht mehr rauskommen. Jawohl, und damit ist der erste Part vom Roman Reigns Tower beendet. Am Anfang schwer reingekommen, irgendwie, keine Ahnung, ich komme so mit dem Charakter Roman Reigns mit diesem Powerhouse nicht so zurecht. Aber ja, Seth Rollins, das ist halt komplett andere Welt. Naja, 5-Sterne-Match erreicht, das ist das, was wir uns vorgenommen haben, das ist das, was es auch hier auf YouTube geben soll. In diesem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir mal reinschreiben, ob ihr auch vorhabt, diese Challenge anzunehmen mit diesen 5-Sterne-Matches. Und ja, ich würde dann sagen, ich bin dann jetzt an dieser Stelle raus. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch allen, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video natürlich mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Die Links zu meinen Social-Media-Accounts und zu meinem Discord-Server findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Jeden Tag gibt es neue Videos von WWE2K20 auf meinem Kanal und von NHL20. Ich würde mich also sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werden wir diesen Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten würden und ihr meinem YouTube-Kanal ein Abo hinterlasst. Dann bin ich jetzt an dieser Stelle raus. Nochmal vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit. Habt noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.